Adventure Time, mit Unsinn im Sinn, zieht uns zu fremden Ländern hin. Kommt mit, wenn Hund und Mensch verreisen, viel Spaß mit Jack und Finn bei Adventure Time. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Adventure Time Investigations mit Jake und Finn. Mein Name ist Rotmack und wir versuchen hier dem Zitronenmann einige Streiche zu spielen und dafür gehen wir jetzt auch in seine Räumlichkeiten in seinem Schloss und schauen uns hier noch ein bisschen um, mit welchem Material wir hier, oh das sieht gut aus, mit welchem Material hier wir hier Streiche spielen könnten. So. I would have guessed it would spew lemonade, not water. Ja, das ist seltsam, wet, ja. And kind of smelly. Was haben wir denn mitgenommen jetzt? Jetzt haben wir doch was eingepackt, oder? Wet. And kind of smelly. Ah, das Wasser. Ah, können wir das Wasser vielleicht hier in den... Done. Hier rein? One jar of nasty fountain water. Okay. Wozu man das auch immer brauchen kann. Wir haben jetzt hässliches Wasser und der Raum war auch abgesichert. Warum auch immer hier die Tür so abgesichert war. Keiner weiß es. Ja. Gehen wir wieder da rein. Und schauen mal, was wir hier mit dem Wasser jetzt machen können. Aha. Genau, gar nichts bewirken. Okay. Können wir was kombinieren? Jetzt müssen wir da wieder schauen. Das mit dem. That combination ain't working. Geht nicht. Das mit der Stange. Wieso auch immer das mit der Stange kombiniert. Combination? Fail. Das war nicht die Stange. Das ist die Stange. Dude, those things totally don't go together. Was sollten wir denn hier kombinieren, bitteschön? Those things don't work together. Das funktioniert alles nicht. Okay. Können wir jetzt uns verstecken? We don't need to at the moment. Boah, da oben hämmert es aber richtig übel in meiner Wohnung. Frisch eingezogen und die hämmern hier schon. Meine Güte. Bisschen Ruhe hier bitte. Ich bin am Spielen. Ich brauche die Ruhe. So. Was kann man das abnehmen hier? Keine Ahnung. Irgendwas läuft noch nicht so, wie es sollte. Entschuldigung. So. Habe ich mich gerade verschluckt. Ja, wo wollen wir denn hin? Wo wollen wir denn hin? Beziehungsweise, hier vielleicht noch was zu machen? Nicht verschlossen. So, ich gehe da nochmal rein. Ich verstehe nicht, was am Ende hier der Trick sein soll. Oder was die Verarsche sein soll. Der Prank. Ich verstehe das nicht. Hier runter in den Kerker. Da haben wir alles schon gehabt. Komm, das ist, macht doch keinen Sinn hier. Wir müssen hier irgendwas machen. Ich schaue mir den Handschuh noch mal richtig an. Lemon Sweets looks comfortable in there. That's a good first step to a great prank. Ja, das macht nur Sinn, wenn wir hier einen Elektroschlag abgeben. So. Denkt ihr aber nicht, okay. Trust me, dude. You do not want to use that remote control now. You want to wait for the right time and place. Ja. Da hämmert hier aber, Alter. Das hört hier gar nicht mal auf. Ich weiß gar nicht, ob man das hört in der Aufnahme, aber der hämmert hier oben, ein Stockwerk weiter, hämmert der mir hier halb die Hütte zu. Ist ja nicht normal. Der macht kein Bild auf oder so. Ist egal, wir versuchen es. Oh, Lemon Sweets is way up there in the catcher's. Schau dir das an. Is that the prank? Almost. Lemon Grab will jump up to get the doll. But we're gonna give him something interesting to land him when he comes back down. Not exactly sure where you're going with this, but you're the prank master. Dann schauen wir mal, ob wir... ob wir vielleicht hier dann mit dem Wasser was machen können. So, aber erstmal verstecken wir uns. Ja, ich bin gespannt. Father, help me, I'm trapped! Oh my, is that you? Lemon Sweets? Have you come back? Lemon Sweets? How did my favorite mint thing get there? Where is my remote control? And how did you get stuck, Lemon Sweets? Never mind. I'm just happy you are back. Wait there. I will rescue you. Oh, now what? What an unacceptable day I'm having. That's funny. Now what are you gonna do to him? I'm gonna make his landing a little more interesting. So. Ich
bin echt gespannt, ob man das Hämmern hier auf der Aufnahme hört. Das ist übelst. So, das Wasser. Das schütten wir jetzt hier auf den Boden aus. Was? Who's down there? No! My shoes! Wet feet are unacceptable! What's the matter, Lemon Grease? Afraid of a little water? You? I am not Grease! 1,000,000 years done! Whoa! Ha! Pranked! Ow! Unacceptable! Algebraic! Yeah! Algebraisch! So, und dann nehmen wir ihn auf, komm. Nee, nehmen wir nicht auf. Was machen wir denn mit ihm? Können wir jetzt in die letzte Tür rein? Hier. Okay. Sieht gut aus. Now the lemon grab has been pranked. We need to find out how to stop his lemon peeps from screaming before he comes after us. Man, how do we get into messes like this? Magic man! Oh yeah, right. Hey again, guys. So, things going okay? Everything good? No, man. Things are not good. Hey, don't get an attitude with me. You could be dancing right now instead of being in this predicament. You started this whole thing. You need to help us stop Lemon Grab's peeps from making that noise and then stop messing with us. Yeah, you owe us. Take us to whatever Lemon Grab is using to control the lemon heads. Right now. Hey, no problem. Consider it done. Der Typ geht mir so richtig auf die Eier, so richtig. Aw, man, the reconditioning chamber. I remember this place. Lemon Grab uses it to shock people. Hey, that console out there. Are you thinking what I'm thinking? Yeah, I bet that's what he's gonna use to make the lemon peep scream. He's probably gonna rig it to a remote control and send a super powerful shock signal from the reconditioning chamber to their shock collars. But what he doesn't know is that we have the remote control. Right, but we still gotta destroy that console. If we can get out of here, that is. Das werden wir. Wir werden da rauskommen. Oh, da ist er schon. There you are. Acceptable. I think we're in trouble, dude. Yes, trouble. Your pranking was both unfunny and unacceptable. Lemon Grab, listen. We didn't... Listening is over. You will be reconditioned. Maximum juice. Let the charge cycle begin. This made me angrier than your previous pranks of the hot sauce in the Candy Kingdom and the fizzing pud incident at my steak dinner. And I suspect you have my remote control for these offenses. You must be reconditioned. I will monitor the controls and ignore you until the reconditioning commences. Jake, we gotta find a way out of here before that thing finishes charging. So, dann versuchen wir hier mal rauszukommen. Und zwar versuchen wir das erstmal so. Ich weiß es auch nicht. Hier ist ein... Na komm, das muss doch irgendwie gehen hier. Was haben wir denn? Jake? Funktioniert nicht. Okay, dann... Mit dem Halsband vielleicht? Geht auch nicht. Ich wusste auch gar nicht, wie das funktionieren sollte. Wie funktioniert das denn hier? Die Laserstrahlen. Da geht ja nichts, oder? Ja, wie wollen wir denn ans Kontrollpunkt? Ah, da ist was da hinten. Ah. Da kann Jake rauf vielleicht. Hier. Genau so, das habe ich gemeint. I got an idea. Give me that shock collar. Okay, give me a sec. I know exactly what to do. Und weg ist er. Steady. Gotcha. What? What is this? This is unacceptable. He hit the door lever. Now's our chance, man. Und raus hier. Bzz, 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 Strahl, Fitz. Bzz, 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 Strahl. Wie schön es ihn da hier genommen hat. Hast nichts Besseres verdient, mein Lieber. So, dann machen wir hier ein bisschen Radau. Wie wollen wir das denn kaputt machen? Wie wollen wir das kaputt machen? Mit dem Schwert? Ja, mit dem Schwert. You did it, man. That thing's gonna blow. Hi, I'm back. Just thought I'd say goodbye before you recondition. Out here, dude. Oh my. Oh, you really should stop messing with us. This console is a goner. But just in case, I'll nab this lever. That'll make it harder to rebuild.
No! My juice lever! I won't be able to make my peeps sing! They'll come back and live here again! Ah! I guess our work here is done. Another successful Finn and Jake investigation. You think those guys will be all right? Yeah, probably. Okay. Laters! Und wenn auch nicht, uns egal. Unacceptable. Haben sie beide verdient. So, liebe Freunde, haben wir es also doch noch geschafft. Die dritte Mission ist erledigt und ja, wir haben drei, ich glaube fünf Missionen gibt es gesamthaft. Wir haben jetzt drei erledigt. Ich bin gespannt, was uns noch erwarten wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Rotmac. Ciao.